Ich werde attackiert von einer Eisspinne. Zack, direkt Spannung am Anfang der Folge. Ja, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Von Level 90 bis Level 100 machen wir den ganzen Spaß hier. Und wir suchen den Vater und die Mutter von Zitterfell. Hier ist der Vater. Ich fürchte halt, der ist... dieser Wolf wurde ausgeweidet und einfach zurückgelassen. Ja, der ist... Was ist denn hier los, Leute? Jetzt ist aber mal Schluss hier. Greifen die mich an. Und ich denke mal, die Mutter wird da hinten irgendwo liegen. Ich kann nicht aufmounten, weil wir unter der Erde sind. Okay, das wird die Mutter sein wahrscheinlich. Ich... Ja. Ich werde der mal helfen. Sehr gut, die konnte flüchten. Hier soll irgendwie ein Schatz sein oder eine Kiste. Ist das? Nein. Oder? Na. Ah. Kann man das abbauen? Nee. Hä, warum ist denn das Symbol da nicht rot? Nein. Ach, da. Handy Notes. Falls wer sich fragt, woher die Symbole auf der Minimap kommen. Habe ich auch einen kleinen Addon-Tipp schon zu gemacht. Kann man sich angucken. Oh, 11 Garnisonsressourcen. Krass, krass. So, dann verflüchtigen wir uns mal wieder aus dieser komischen Höhle hier, weil hier werde ich ständig angegriffen und ständig angegriffen werden. Mag ich nicht so. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Hätte sich jetzt an mich rangehangen. Ja, mal jetzt ist aber... Entschuldigen Sie mal. So geht's aber nicht. Oder wartet Zitterfell schon? Guten Tag. So, haben wir dem auch nochmal geholfen und jetzt können wir zurück zur Festung. Ich habe keine Lust außen rum zu gehen, deswegen... Nehmen wir den Aufzug. Hallo. Grüße, Kommandant. Wird gemacht. Auf zur Speerspießerfestung. Ich weiß nicht, ob man dahin fliegen muss oder was passiert, wenn man dahin läuft. Ob das dann nicht gezählt wird. Ich weiß es nicht. Frosteberdünen. So, so. Aber ist ja nicht weit. Wir sind ja direkt da quasi. Einmal landen, bitte. Vielen Dank. Und dann können wir auch auf zu Duotan stolzieren, der da schon auf seinem Sessel sitzt. Auf seinem Thron sitzt, wie auch immer. Wie man so möchte, ne? Guten Tag. Wir kämpfen gemeinsam. Oder sterben allein. Sucht Garnaa in der Nähe der Dolchdrachenschlucht. Ungeduld könnte die Frostwölfe entzweien. Es ist und mit jemandem am Steinzahnposten reden, was ist das denn? Bedürfnisse über so. Die des Clans zu stellen. Seid unbesorgt. Ja, ja, die labern da, ich hau mal ab, interessiert ja hier keinen. Euer Bruder schätzt Stärke über alles und davon hat unser Freund hier mehr als genug. Darmquetsch. Ich such mal Garnaa. Da gehen wir hier einfach mal runter, würde ich sagen. Ja, die Kurve kriegen. Da will man sich immer am Arm kratzen, dann geht der Autopilot hier nicht. Ne? Da geht der nur geradeaus. Unverschämtheit. Unverschämtheit. So. Dann gucken wir doch mal, wo wir da Quests abgeben können. Ich bin gespannt. Viele Oger unterwegs. Hier in dem Haus? Ja, da hinten. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. So. Lauf mit dem Rudel.
das Gegenmittel. So, dann machen wir hier noch ein paar Quests. Ey. So, wunderbar. Da mische ich mich mal nicht ein in den Kampf. Das kann mir ja egal sein. So, jetzt müssen wir die töten. Weil die können Gegengift dabei haben. Und mit dem Gegengift, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann man hier irgendwie versteinerte Verbündete oder so, irgendwie sowas in der Art, dann wieder lebendig machen. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich meine, irgendwie so war es. Weil die haben hier jeder immer eins dabei und wir müssen 5. Was hat das? Ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein paar befreien. Deswegen sammeln wir erstmal ein bisschen hier dieses Gegengift oder Gegenmittel oder wie auch immer. Und dann befreien wir mal ein paar direkt hintereinander. Obwohl, wir könnten jetzt auch langsam schon mal los. Weil sonst müssen wir sowieso gleich wieder kämpfen, um zu irgendeinem hinzukommen. Dann töten wir unnötig viele. Unnötig kämpfen ist immer schlecht. Da ist einer. Ja, versteinert sind sie nicht, aber irgendwie gelähmt. Ja, irgendwie sowas halt, ne? Hier sind noch welche. Gegengift. Wir müssen hier raus. Darin liegt. Achso, ich habe nur 2. Dann hole ich mir noch mal eben 1. Hatte der letzte keins? Ah, okay. Die haben wohl. Ich habe gedacht, die haben alle 1. Naja. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Jetzt haben wir hier nämlich viele Benommene und kein Gegengift. Ah, da hinten. Wollen wir uns den einfach mal ranholen. Oh. Give me the Gegengift. Thank you, thank you. Very much. Da ist auch noch einer. Den können wir auch mal angreifen. Hat der überhaupt sowas? Weiß ich nicht. Also der persönlich jetzt nicht. Aber die Art wahrscheinlich schon. Befreien wir mal zwischendurch wieder einen hier. Wir müssen hier raus. 2 brauche ich noch. Mal so für den Hinterkopf. Da oben ist noch einer, vielleicht in dem Haus. Ah, okay, den müssen wir für eine andere Quest töten. Wenn wir einmal hier sind, nehmen wir diese Gelegenheit doch direkt mal beim Schopf oder beim Zopf. Nee, wie sagt man? Weiß ich nicht. Nehmen wir sie wahr. So. Da drüben latscht einer rum. Der auch irgendwas hat, entweder geben, Mittel. Ah, hier rums, von dem wollen wir auch einen Kopf. Dann machen wir die auch so nebenbei, dann brauchen wir die gleich nicht suchen. Diese Anführer oder Bosse oder was auch immer das sein soll. Rumskopf. Ein Rumskopf hat er. Da konnte man nicht hoch, da muss ich irgendwie außen. Ach, da. Schon gefunden. Ah, der kann so ein Gift haben. Der hat es auch. Und da ist der nächste, der Gift haben kann. Potenziell natürlich. So. Nein, diesmal nicht. Aber vielleicht dieser. Wenn wir das haben, dann können wir noch 2 befreien. Ja, sehr gut, sehr gut. 2 Stück brauchen wir noch. Hier haben wir einen. Das ist Wahnsinn. Und da vorne ist auch noch mal einer. Darin liegt keine. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, müssen wir in diese Höhle gehen, um den dritten Kopf da von diesen Kerlen da zu sammeln. Ja.
Siehst du, ein bisschen habe ich mir gemerkt. So. Das haben wir auch. Habe ich hier noch was offen? Nein. Jetzt geht's wieder ans fleißige Quest abgeben. Das mag ich am liebsten. Das macht Spaß. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wo muss ich denn die abgeben? Da oben? Komme ich da hoch? Warum ruckelt das? Achso, hier lang. Was wollte ich sagen? Achso. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich auch mal Innis gehen soll zwischendurch. Ich habe euch bereits alles verraten, was ich bringt weiß. Es zu Ende. Was? Okay, ich bin lass bereit. Sie leiden. Mein Vater wird mich. Euer Vater wird trauern, so wie ich getrauert habe. Benachrichtigt das Rudel. Die Söhne des Eisenwolfs sind aufgespürt. Loktaroga! Ja, genau. Wir müssen jetzt hier irgendwie angreifen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wir können auch zwischendurch mal Innis gehen. Ich weiß nicht, ob ihr da Lust drauf habt oder ob ich hier stur durchquesten soll. Aber ich denke mal, selbst wenn wir durchquesten, ich meine, ich wollte ja sowieso jedes Gebiet dann bis zu der Endsequenz spielen. Da kommen wir sowieso auf 100, also es ist nicht so, dass wir da zu wenig Quests oder so hätten, um da hinzukommen. Also nötig ist es nicht, wenn ihr es haben wollt, könnt ihr es gerne mal. Dann muss ich hier noch was machen, also nee. Dann mal in die Kommentare schreiben. Ich dachte, wir hätten euch bereits getötet. Wenn ihr wie ein braver Hund darum bettelt, ist mein Vater vielleicht in der Lage zu identifizieren, was von eurem winzigen Schädel übrig ist. Ja, ja, wir... Ihr sollt uns töten? Nein. Wir töten euch, meine Freunde. Wir töten euch. Huch. Mein Handy bimmelt. Siehste? Einmal nicht auf lautlos, direkt bimmelt das. Mach ich's mal auf lautlos. So. Wunderbar. Oh, der geht schon weiter. Der zieht in einer Kette durch die Gegend. Meine Güte. Meine Güte. Hier ist der Harald. Ach, Herold. Jetzt rastet der aber aus hier. Da kommt einer. Oh, da kommen ganz viele. Jawohl. So, sehr gut. Die sterben, die sterben. Der letzte auch noch. So, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Schönen Tag noch.